Also es ist wirklich kurz vor knapp. Ist nochmal alles gut gegangen. Ich werde jetzt auch extra kein Motorrad fahren. Irgendein Paul hat sich gemeldet, wer auch immer Paul nochmal ist. So. Ich brauch dringend wieder Lebensenergie. Ich bin das Krankenhaus. Eigentlich suche ich jetzt eine Nutte. Und dann kann man die bezahlen für ein bisschen Lebensenergie. Ist eine schnelle Methode, weil ich jetzt auch nicht weiß, wo Krankenhäuser sind und so. Da ist ein Hotel. Ein Hotel hilft mir auch nicht weiter. Wie das so ist, wenn man die Nutten sucht, sind sie nicht da. Ist das jetzt keine Nutte? Das gibt's doch gar nicht, ey. Boah, Energie, verdammte Scheiße. Not a good idea. Was war das? Hat er mir gerade mein Auto gezockt? Ich glaube, es hackt. Das Moped hätte ich mir eigentlich geklaut, aber das ist mir zu gefährlich mit 3 Energie. Wenn ich einmal falle, ist wird aus 3 Energie ganz schnell 0 Energie und dann bin ich wieder tot. Ja, das mit den Nutten hat einen kleinen Nachteil, oder Sinn, eigentlich logisch. Und geil, das Geld. Und zwar funktioniert das natürlich nur, wenn man noch ein Auto hat. Hier waren noch eben 300 Nutten. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind die jetzt schon wieder alle hin? Wenn es hell wird, sind die wieder da drin. Scheiße. Okay, die wird uns nicht mehr bedienen. Kommt hier nicht einfach mal einer auf schmaler Straßenseite? Komm zum Auto jetzt! Steig ein, ey! Na endlich!
So, dann suche ich jetzt ein schattiges Plätzchen. Das ist hier. Und dann let's go. Hallo? Funktioniert das jetzt nicht, oder was? Ich brauche Energie jetzt. Zu nah an der Straße anscheinend. Das dauert jetzt leider ein bisschen. Aber naja, so ist das leider. Kann ich da in der Zeit nochmal Ruhe und Ruhe was trinken? Ja, leg wieder los, komm. Ist noch nicht fertig. Ich brauche mehr Energie. Oh, jetzt ist immer eine Kohle nicht dabei, ey. Okay. Boah. Ich bin da oben und müsste jetzt da unten hin. Leute. Ich dachte, die Alternativlösung ist, ich gehe einfach pennen. Die Nutten ist auch kein Verlass mehr. Zack. So geht's auch. Ja, Diaz hat keine Mission. Also fahren wir da auch nicht hin. Dann fahren wir aber durch, denn der Avery müsste ja noch einer haben. Unser texanischer Immobilien. Cool. Ich wollte gerade sagen, ist Avery nicht mehr da, aber doch. Das ist nicht so. Genau, die habe ich doch vorhin gesehen. Und dann laufe ich eben zum Avery und mische jetzt das blöde Begräbnis da auf. Kennen wir schon. Nein, ich mag das nicht. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy.
So. Erstmal wieder die Klamotten holen. Und dann schauen wir mal, ob da diesmal was wird. Kann eigentlich sein, dass ich 100 mal verkack hier. Ach, hat gereicht. Sehr schön. Ich bin da. Ausfahrt. Nicht mal Energie verloren, so ein Scheiß. Ah, stopp, 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 stopp. Ah, nee, da ist der. Wollte ich gerade sagen, das fahre ich lieber nochmal in den Paint Shop. Meine Karre reparieren hier. Aber hier ist der direkt wieder. Nase, super. So. Jetzt aber. Und dann hier wieder rechts. Same Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that prick? You kill Leo? You must have big hornet. Wanna work for me? Come by my father's cafe in Little Havana. And we'll talk mano y mano. Genau. Nicht so schick wie mein Hawaii-Hemd. Aber ganz cool. Und vor allem lässiger als diese Hawaii-Schwuchtel-Klamotten. So. Nehme ich erstmal wieder die Uzi. Kann man nicht schnell mitlaufen. Aber jetzt wird erstmal gespeichert hier. Und. Liebe Kollegen. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Und. Hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es das nächste Mal wieder heißt GTA Vice City. Und ich hoffe mal, dass wir dann auch langsam mal die Stadt übernehmen können. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.